wenn da noch zwei Vulkangipfel sind und der neue Schlot sich weiter von der Caldera auf Jera zubewegt, weil der alte Schlot und der noch ältere Richtung Kreta liegen, dann kann das gut sein, dass das Ganze irgendwann nochmal in die Luft fliegt. Aber im Zentrum muss der Vulkan erstmal, in der Caldera muss der Vulkan erstmal anwachsen, bevor er genügend Druck aufbaut.